Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Ich möchte euch einmal zeigen, wie ich diese Sticker gemacht habe, Galaxy Sticker, weil ich die total schön finde und mich darüber sehr gefreut habe, dass mir das gelungen ist. Und ja, hatte eine Anregung bekommen von Prima Marketing Inc. heißen die ja, Prima Marketing Inc., genau. Da habe ich mir diese Sticker gekauft. Ich guck mal eben da. Und die finde ich total schön. Sind zwar größer, ne? sind viel größer. Die kann man aber kaum nachkaufen. Und ich wollte das nicht immer so dunkel haben. Und habe aber dann überlegt, oh ja, das wäre eigentlich eine coole Variante, einmal mal so Glitzersticker, also mit Sternchen drin, selber zu machen. Und auch zum Vertauschen, wenn man das Thema hat oder als Goodie, habe ich gedacht, wäre das eine schöne Variante. Und damit, weil ich das selber so toll finde, wollte ich euch das gerne einmal zeigen, wie ich das gemacht habe. Falls jemand das auch gerne nochmal nachmachen möchte. Genau. Also ich habe erstmal mir Etiketten besorgt mit 25 mm, also 2,5 cm Durchmesser, weil ich die Größe eben halt an diesen Xboxy-Dinger dran hatte, da hatte. Die hatte ich mir vor, keine Ahnung, vor ein, zwei Jahren bestellt. Ich weiß gar nicht wo. Guckt einfach mal. Das habe ich bei Amazon bestellt. Das, glaube ich, gibt es auch bei Amazon. Und genau, damit habe ich sonst immer Kronkorken dekoriert und sowas halt. Und jetzt habe ich gedacht, warum nicht auch mal solche Sticker, weil ich die so schön finde. Ja, das habe ich mir dazu gekauft. Kommt man auch lange mit so einer Packung aus. Die brauchen wir dafür. Dann habe ich sowieso von EFCO diesen einen Stanzer mit 2,5 cm. Es gibt die auch in anderen Größen, aber das hatte ich halt da und finde die Größe auch mal ganz schön. Und dann gibt es halt von Prima Marketing Inc. So Pailletten. Einmal sind es die Sterne, einmal ist es ein Mond und einmal sind es Herzchen. Und da ist ja relativ viel da. Trotzdem wollte ich mir nochmal eine Reserve besorgen. Und ich glaube, die kann man auch noch bei Amazon bekommen. Also die sind auch Rarität. Man muss ja nicht diese Sterne von Prima Marketing Ink nehmen. Man kann ja auch andere Sterne nehmen. Man muss ja nicht Silber, man kann ja auch Gold oder was. Lasst euch da was einfallen. Mir gefallen die Sachen so, deswegen wollte ich euch einfach die Variante mal zeigen. Meine erste Variante dazu. Genau, so. Und dann habe ich mir schon mal mit Wasserfarbe auf Aquarellpapier einen Galaxie-Hintergrund gemacht und noch weiße Pünktchen drauf gesprenkelt, so im Hintergrund. Hier habe ich sogar noch mit Silber drauf gesprenkelt gehabt und weiß, damit das Silber eben aus den Sternen nochmal ein bisschen noch mehr aufgefangen wird. Das heißt, diese vier, die wir jetzt machen werden, die haben dann kein Silber, sondern nur Galaxy und weiße Punkte. So, und dann mache ich das so, dass ich das einfach nur den Rand so ein bisschen wegnehme, dass ich mit dem Stanzer rankomme. So. Ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel den Rand nicht wegnehme, ja, hier geht es, aber hier zum Beispiel würde man dann ja, das sehen, dass das nicht ordentlich genug am Rand gezeichnet koloriert ist oder ja, gemacht worden ist. So, ich schneide noch mal ein Stück weiter, dass wir auch ein bisschen so, und dann haben wir hier zum Beispiel ein paar Pünktchen. Das stanzt sich einmal. Ups. Ich habe festgestellt, wenn man je dunkler das macht, umso besser sieht das dann aus, den Hintergrund. So, jetzt haben wir vier Stück und dann brauchen wir nur noch Kleber und ich habe immer die Hilfe, damit ich die Sterne drauf bekomme. Und jetzt mache ich das einfach so, das sind ja diese Klebeetiketten, da ist der Kleber unter. Und da klebe ich jetzt einfach diese vier Kreise drauf.
Muss aber schon ordentlich sein. Dann sieht man das nachher. Muss also akkurat draufgelegt werden. Okay. Und dann mache ich das mal, dann mache ich das so, dass die Sterne erstmal da unterkommen. Keiner verloren geht. Ja, da ist es Geschmackssache, ob man viel macht oder wenig macht. Und dann mache ich halt ein bisschen Klebepunkt. Und drücke sie einfach drauf. Also es ist unterschiedlich. Upsi. So. Wer haben wir denn noch? Ja, nehmen wir gleich noch ein paar raus. Man kann auch versuchen, richtige Sternbilder nachzuahmen. Aber ich glaube, da reicht der Platz nicht für. Den vierten mache ich dann gleich hinterher. So, dann lasse ich das jetzt ein bisschen trocknen. Die Sterne ein bisschen antrocknen. Ich habe hier auch irgendwo mehr. Genau, so. Hier sieht man schon, dass es gibt halt Teile von denen, wo der Kleber, wenn man das raufdrückt, dann sieht man, dass diese Fläche, so wie bei dem, hier sieht man so einen Rand, da klebt er nur in der Mitte so ein bisschen. Und wenn man das gleich aufklebt, ist es wichtig, dass man das überall drückt, dass der Kleber sich, dass es gut haftet an allen Ecken und Kanten. Und es muss wieder genau raufgelegt werden. So, schön andrücken. Der erste ist fertig. So, dann haben wir das auch. Ich schneide das einmal, weil die doch jetzt schwer sind. Schwerer sind als die normalen Etiketten im Vierer-Set. Diese haben wir ja eben gemacht. Sekunde. Die hier. 1, 2, 3. Genau. Und damit sind die schon fertig. Den mache ich gleich, wenn die Kamera aus ist. So leicht und einfach geht das, wenn man die Materialien da hat. Ich habe darauf auf die auch jetzt lange gewartet. Die Idee hatte ich schon ein bisschen früher. Aber ja. Und ich habe jetzt auch noch davon 100 Stück hier liegen. Die sind aber kleiner. Die haben nur einen halben Inch. Und da probiere ich auch noch mal was mit aus. Und zeige ich euch dann auch einfach mal. Ja, das ist so die Variante, die ich mir so überlegt habe. Ich habe auch schon noch wieder eine andere Idee dazu. Werdet ihr auch sehen. Ich sage erst einmal herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Inspiration geben. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.